ABS ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man noch eine Chance hat zu bremsen. Das heißt, kein Motorradfahrer ist in Krisensituationen in der Lage, die optimale Bremskraftverteilung zwischen Vorderrad und Hinterrad herzustellen. Und wenn das Vorderrad überbremst wird, stürzt das Motorrad. Wenn das Motorrad stürzt, hat man überhaupt keine Bremsverzögerung mehr. Das heißt, ABS ist für fast alle Motorradfahrer deutlich besser als das eigene Vermögen. Motorradfahrer selber wollen es oft nicht, weil sie glauben, sie könnten es. Und deswegen kann ich allen nur empfehlen, mal ein Sicherheitstraining zu machen, mal zu versuchen, wie es sich mit ABS und wie es ohne fährt. Und ich bin sicher, jeder, der es mal probiert hat, wird nur noch mit ABS fahren wollen.